Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Lego Jurassic Park. Genau, wir stehen hier vor dem Wohnwagen. Da werden wir jetzt reingehen und dann geht die Party ab. Dann geht das richtige Jurassic Park Feeling, sag ich mal, ab. Ja, ich denke mal, ich hoffe, ich habe hier jetzt nichts weiter vergessen irgendwie. Deswegen habe ich hier nochmal kurz was kaputt. So, was kann ich denn hier machen? Gar nichts, cool. Okay, dann gehen wir mal. Wer sind Sie eigentlich? John Hammond. Ich besitze eine Insel, eine Art biologisches Reservat. Spektakulär, ich habe keine Kosten gescheut. Unsere Attraktion wird die Kinder um den Verstand bringen. Wenn ich Sie dazu überreden könnte, den Park quasi abzusegnen, könnte ich meinen Terminplan einhalten. Was für ein Park ist das denn? Er fällt in Ihr Fachgebiet. Also Sie beide buddeln Dinosaurier aus? Naja. Wir versuchen es. Sie würden sich an Dr. Malcolm gewöhnen müssen. Er leidet an einem entsetzlichen Übermaß von Persönlichkeit, besonders für einen Mathematiker. Chaos-Theoretiker, um genau zu sein. Oh mein Gott. Dieses Spiel ist so fucking awesome. Oh, Prolog, Level abgeschlossen. Level abgeschlossen. Freies Spiel haben wir freigeschaltet, gerade. Und wir haben tatsächlich schon 20.600 Münzen und haben somit 42%. Was haben wir denn da alles verpasst? Weiß ich gar nicht. Ach egal. Minikit haben wir keins gesammelt. Ich habe ja auch im ersten Teil gesagt, dass ich mich größtenteils nur auf die Hauptstory fokussieren werde. Deswegen setzen wir die Geschichte fort. Los geht's. Ich bin so gespannt, was jetzt kommt. Ach so! Da, 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 da. Oh mein Gott, das ist einfach ein. Ich liebe diese Filme einfach. Genau, ah! Ja! Jurassic Park. Genau, jetzt haben wir die Qual der Wahl. Womit fangen wir an in diesem Let's Play? Spielen wir quasi die ersten drei Jurassic Park-Filme als Spiel? Oder den neuesten Jurassic World? Ich würde sagen, selbstverständlich fangen wir hier an. Ja, danke. Bei der Straße da drüben finden Sie ein Fahrzeug, das Sie zum Besucherzentrum. Gut, fangen wir mal. Was? Ich kann damit fahren. Okay. Na? Hallo. Ich hab doch Dings gesagt. LOL! Ach, das ist ja nett. Das ist ja geil. Das ist schon. Ey, das sieht auch geil aus. Ach, kommen die gar nicht. Doch, die kommen sogar hinterher. Das, oh, ich fahre hier wieder irgendwo gegen. Das ist echt cool. Hammergeil. Ach, jetzt reicht's mir aber. Wer Ersatzteile braucht, soll sie sich bitte aus dem Lager holen. Nicht aus den Schalltafeln. Ah, das kriegen die das Tor nicht auf. Sollen wir einfach mal warten. Ah ne, da ist ja was. Was ist los, Kollege? Oh! Was mit dem reingehauen? Ja, natürlich sind die Teile der Schalltafeln in den Pflanzen verbuddelt. Das ist voll normal. Passiert halt ab und zu mal. Genau, jetzt haben wir das quasi wie vorhin. Na. Los. Na. Los jetzt. Hallo. Ich drück doch Y, aber dann switche die Charaktere. Hallo. Oh, könnt ihr mal alle. So, sehen wir die. So. Ey. Ist das denn? Ich drück doch. Hä? Ich drück Y. Genau wie es da steht. So. Kommt ihr doch mal alle weg von dem Ding. Dankeschön. Hallo. Was ist denn das hier? Was ist das denn für eine Scheiße? Muss er das machen? Ah ja, er muss das machen. Hätte ich auch früher drauf kommen können.
Links, unten, oben. Links, unten, oben. Yay. Oh, jetzt kommt wieder die geile Musik. Ich würde gerne den Dr. Grant weiterspielen. Danke. Übrigens, dieses Zirpen im Hintergrund, das ist nicht mein Mikrofon, das ist im Spiel. Fahren wir mal weiter. Wie die Settler da hinten rausguckt. Oh. Eins wollen wir klarstellen, John. Ihre Investoren, die ich vertrete, sind zutiefst besorgt. Wenn die drei in 48 Stunden nicht überzeugt sind, bin ich's auch nicht. Dann mache ich ihren Laden dicht. Aber jetzt kommt die beste Szene in allen Filmen. In allen drei Jurassic Park Filmen. Die Spezies der Reformern ist seit der Kreidezeit ausgestorben. Dieses Blatt dürfte es doch gar nicht... Da. Oh. Oh mein Gott, das ist so gut. Da. Das ist ein Dinosaurier. Wir werden ein Vermögen mit diesem Park verdienen. Wie schnell sind die? Nun, wir haben den T-Rex mit 52 km/h gestoppt. Ein T-Rex? Mhm. Sagten Sie, Sie haben einen T-Rex? Aha. Wiederholen Sie das. Wir haben einen T-Rex. Oh Gott, ey. Ich liebe Grant, dieses Spiel einfach. Liebe Dr. Sattler, willkommen im Jurassic Park. Ach, wie cool. Das ist einfach ein Film, der wird in 10 Jahren noch... Wie ist Ihnen das nur gelungen? Warten Sie es ab. Alter. Saugeil. Richtig cool. Warten Sie nur ab. Okay. Jau. Junge, ist das groß. Das Dinosaurier ist groß. Okay, also ich wüsste jetzt nicht, was mal... Ich kann mal ganz kurz... Was laufe ich hier rum, Alter? Guck mal, da habe ich doch was zum Schießen. Aber ich kann doch nicht schießen. Ich fahre mal einfach weiter gerade. Nein, mit dem wollte ich eigentlich nicht spielen. Ich wollte eigentlich mit ihm weiter spielen. Ja. Weil ich will eigentlich hier nichts... Oh, verpassen auf der kleinen Insel hier. Fahrkünste wie in GTA. Awesome. Alter, sieht das geil aus. Meine Fresse. Ey, apropos Film, ich habe vorhin auch gerade noch einen Film geschaut. Das war Die Kinder des Monteur Matra? Keine Ahnung, das ist irgendein französischer Film gewesen. Der war aber auch extrem gut. Hat mir sehr gut gefallen. Die hatte ich damals in der Schule gesehen und ich wusste nur noch, der Film war fucking awesome. Dann wusste ich aber nicht mehr, wie der heißt. Und jetzt habe ich ihn neu gefunden wieder. Okay. Ja, dann, wenn es da jetzt nichts weiter gibt. Alter, ist das gut. Definitiv eins der besten Lego-Spiele, die ich bisher gespielt habe. Auf jeden Fall. Aber was ist denn hier schon wieder los? Die ganzen Rädchen. Natürlich die Dr. Sadler, weil die kann natürlich höher springen als... Weil die weiblichen Charaktere können ja immer höher springen als die männlichen. So. Zack. Dann gehen wir da hoch. Au. Oh, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Ja, das war ja in jedem Lego-Spiel schon so, dass das Gestöhne beim Schlagen sich ein bisschen strange anhört. Aber hey, who cares? Das war ich nicht. So. Oh, das jetzt, passt das jetzt schon? Ah, oh, hier ist auch noch was. Warte, da kann er doch mit seiner Kralle hin. So. Na, so. Klatsch. Ich fand diese Filme... Wann habe ich denn den ersten... Jurassic Park Film, wann habe ich den das erste Mal gesehen? Das ist schon ziemlich lange her. Boah, wie lange ist das her? Vielleicht 4 Jahre? 5 Jahre? Ich glaube 5 Jahre waren es. Und damals war ich einfach nur geflasht. Ich meine, ich habe zwar da die Hälfte kaum verstanden, weil ich ja noch jung war. Jetzt bin ich ja schon alt, wie wir wissen.
Aber ja, war cool damals. So. Und wie ich ja im Formel 1, in der ersten Formel 1 Session mit mir und Tom schon gezeigt habe, ich habe ja die Deluxe Edition mit allen DVDs von dem Film. Will keiner einsteigen? Hä? Wo rennen die denn hin? Hallo? Hä? Hallo? Hä? Hallo, wo rennen die hin? Ach, die rennen zum anderen Ort. Cool. Okay, kommen die hinterher? Huch. Wollte nicht aussteigen. Kommt ihr? Hä? Die sind doch egal, ich lass die mal laufen. Au. So. Ach, das sieht halt einfach so spitze aus, das Spiel. So. Oh mein Gott, da stehen sogar diese Autos. Fuck, wie geil. Heftig. So. Hello. We're in London. Let's have a cup of tea. Spaß. So, wo geht's denn da rein? Da unten gibt es eine Dino-Info. Eine Dino-Info. Manche Fleischfresser können mit ihrer sehr feinen Nase ihre Beute schon von weitem wittern. Vergnügungspark auf der ganzen Welt. Nehmen Sie doch alle Platz. Schon ein Tropfen Blut enthält Milliarden von denen es strengen. Genau, jetzt erklärt er denen, wie er das gemacht hat. Vor 100 Millionen Jahren gab es Moskitos, genau wie heute. Nachdem ein Moskito einen Dino gestochen hatte, konnte es vorkommen, dass er auf einem Ast landete und versteinerte. Wir nennen es Bernstein. Mit den modernsten Techniken konnten Jurassic Park-Wissenschaftler das konservierte Blut des Moskitos extrahieren. Und jetzt konnten wir ein Dinosaurier-Baby erschaffen. Ah, das ist eigentlich gar nicht so dumm. Guten Tag, Sir. Perfektes Timing. Sie prägen sich das erste Lebewesen ein, mit dem Sie Kontakt haben. Genau so. John, eine derartige Kontrolle, ja, oder auch nicht. Die Sie anstreben, ist nicht möglich. Wenn uns die Evolution eines gelehrt hat, dann, dass das Leben einen Weg findet. Was für eine Spezies ist das? Das ist ein Velociraptor. Au. Nach 8 Monaten sind sie Killer und ich meine Killer. Ich habe fast alles gejagt, aber die Viecher sind so schnell. 80, 90 Stundenkilometer, wenn sie freie Bahn haben. Ja, mein Erinnerungsvermögen. Oh. Oh nein, ich kann ahnen, was passiert. Ja, ich weiß, was passiert. Scheiße. Kommen Sie schon los. Mann. Na gut, kann ich hier speichern irgendwo? Weil da gibt's ja immer diese Dinger. Ich kann hier nirgends speichern, das ist ja auch schön zu wissen. Ich kann nicht speichern. Ich kann nirgends speichern. Nirgends. Ich kann nirgendwo speichern. Okay, dann machen wir das jetzt nochmal. Aber das, die Fütterung machen wir dann in der nächsten Folge. Von Lego Jurassic Park. Ich liebe dieses Spiel immer noch. Genau, da brauche ich erstmal die Schalttafeln. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann soweit. Tschüss.